Dachzaun bekomme. So wirklich Holz brauchen wir eigentlich. Okay, Holz, wir haben noch ein Projekt vor uns, das heißt Wall. Da brauchen wir viel Holz. Können wir ja gleich ein bisschen mit sammeln. So ist es ja nicht. Oh, und unsere Schere ist kaputt. Also habe ich heute jetzt in der Aufnahme schon wieder zwei Projekte, die ich mache. Bei eins weiß ich noch nicht ganz genau, wie ich es mache. Entweder so, wie ich es gerade gesagt habe, mit Glas, also halt die Farm mit Glas. Dass sie nicht immer ausbuchsen, das nervt nämlich. Langsam nervt es wirklich extrem, dass sie mal abhauen. Der Timbermod ist halt einfach zu genial. Und für so eine Baumfarm, wenn man es einigermaßen schnell machen will. Ich habe ja gesagt, ich mache die ein bisschen hier. Ist nicht ewig immer nur das gleiche hier. Zack, 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 zack. Baum, 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 Baum. Gehen wir mal durch, sammeln mal ein bisschen ein. Hier hat sich ja schon ganz gut abgebaut. Jetzt ohne Mist, wie mache ich das jetzt? Nur mal kurz überlegen. Wenn ich das aus Glas baue, dass die hier nicht abhauen können durch den Zaun. Und wie so eine Glaswand baue, so rundherum und mit Glowstone beleuchte. Ich stelle mir das gerade in meinem Kopf nicht unbedingt so richtig schön vor, weil das ist ja eine Farm. Aber wir könnten wenigstens einigermaßen den Bug entgehen. Also das Problemchen entgehen, dass die immer abhauen. Weil die können ja nicht durch Glas durchgehen. Ist das auch so? Ich weiß es gar nicht. Jetzt durch Glasscheiben. Hätte ich das komplett aus Glas gebaut, weil ich spiele ja immer noch die 1.5.1, weil ich es nicht wollte, dass es mit abgedatet wird, weil ich habe es bei dem einen Update gesehen, wie es mir die Map zerrupft hatte. Und noch mehr Messerkisten und noch mehr zerrissen und sowas möchte ich einfach nicht. Ich habe Angst, dass einfach alles im Arsch geht. Und ich hoffe, ihr nehmt mir das nicht böse, dass ich wirklich die Angst habe, dass alles hier im Arsch geht. Ihr wisst ja, wie viel Arbeit dahinter steckt. Das sind wirklich viele Stunden, die dahinter stecken an Arbeit. Ich will das ehrlich gesagt nicht riskieren. Ich möchte es wirklich nicht riskieren, da habe ich so Schiss davor, dass mir irgendwie durch ein Update die Welt im Arsch geht. Da habe ich mehr Angst davor als vor sonst was. Da ist jeder Creeper dagegen harmlos, gegen ein Update. Wir werden es... Wir müssen es mal so vorbereiten. Schmeiß mal das Backpack rein. Da ist ja noch Platz drin. Die 10 Äpfel sind mir jetzt auch mal egal. Die kommen weg. Ist das mit Glasbau? Sand müsste man ja genug haben. Jupp. Ich glaube, das Backpack ist auch voll mit Sand. Jupp. Als Backpack gehört dahin. Okay, Glas und sicher mal genug. Da ist genug da momentan noch. Zum Bauen. Da ist genug da zum Bauen. Zumindest zum Testen derweil. Und in der Zeit machen wir hier mal schnell wieder. Zack, zack. Also. Ist in dem Backpack Cobblestone drin?
schnell ein bisschen hier weiter. Da brauchen wir auch noch irgendwas, wenn wir das nächste Großprojekt mal angehen werden. Wie gesagt, ich habe ja gesagt, ich mache nur bis Folge 500. Dann wird es derweil auf Eis gelegt werden, die Welt, aber nicht gelöscht. Das heißt, es wird weitergehen irgendwann mal. Nur ich möchte nicht zwei Minecraft-Projekte gleichzeitig auf meinem Channel laufen haben, weil es sollte auch ein bisschen Abwechslung mit haben hier. Zurzeit läuft ja Binding of Isaac. Also, wenn ihr die Folge seht, ich weiß es nicht. Ich habe, wie gesagt, ich habe immer noch Urlaub. Ich produziere immer noch ein bisschen vor, dass ich einfach wirklich einen Puffer drin habe. Aber momentan haben wir den 7.1., um genau zu sein. Nehmt es mal nicht böse, ihr werdet die Folge vielleicht im Februar oder März sehen. Ich glaube eher Ende Februar werdet ihr die Folge sehen. Und bis dahin, naja, ist noch ein bisschen Zeit. Ich weiß, was ich mitnehme. Um dieses Spawn-Problem ein bisschen einzudämmen zumindest. Es wird natürlich auch wieder Glowstone-intensiv werden, oh Gott. Ich mache Zeug oft, da denke ich mir wirklich, warum baust du das? Die haben ja gesagt, ich möchte ja wirklich bis Folge 500 durchziehen. Vielleicht nehme ich sogar in meinem Urlaub bis Folge 500 auf, ich weiß es nicht. Ich weiß es ehrlich noch nicht, wie ich es zeitlich... Du, das Packpack ist voll, gell? Das ist voll. Oh, da brauche ich... Was wir mit Backpacks schon wieder hantieren? Hätte ich es doch gleich ins Backpack schmeißen können, ich Idiot. Aber die Backpacks erhöhen schon das Lager, auch wenn wir jetzt halt hier nur die einfachen Backpacks dran haben. Enorm. Und ich muss sagen, vor allem die einfachen Backpacks sind hier fürs Lager fast ein bisschen besser, weil 2, 3 43 könnte man wieder hin. Das andere ist doch ziemlich aufwendig zum Produzieren. Tut mir leid, ich bin wirklich noch krank und ein bisschen angeschlagen. Bitte nicht böse nehmen, wenn ich jetzt hier rumhuste die ganze Zeit. Die haben 30 Fäden. Ich weiß gar nicht. Wie ging das nochmal? Ja. Ging das so? Nein. Ich hab die Befürchtung, das ging anders da. Und zwar so. Ah, das jetzt erklärt sich auch, warum ich die automatische Muffang gebaut hatte. Weil ich Spinnen brauche ohne Ende. Die irgendwie zu intelligent sind, um da reinzulaufen. Scheiße. Da wir auch immer ziemlich viele Knochen haben, mache ich jetzt einfach mal ein bisschen Knochenmehl. Und verliere mir Knochenmehl auf. Dann muss ich das später mal nicht machen, wenn ich es mal brauche. Und das bisschen Knochenmehl schmeißen wir hier rein. Was wir immer alles in unseren Vernichter schmeißen. Das ist auch schon traurig. Früher, manche Sachen möchte. Jetzt machen wir hier das mit dem Laub fertig. Und zwar nehme ich Laub und Glowstone mal schnell runter. Und tue ich jetzt halt hier einen Glowstone hersetzen. Und hier. Hier. Ich würde sagen, es regnet. Es muss nicht alles so perfekt am gleichen Abstand sein. Es ist einigermaßen ein bisschen ab und zu mal ein Glowstone. Gut, durch das Dramatic Lightnings kannst du es, ist natürlich einigermaßen, naja, man sieht ziemlich schlecht, wo es benötigt wird, wenn man es in der Hand hält.
Hier ist es ja an sich eigentlich noch schon ziemlich hell noch. Aber ich tue es trotzdem mehr mit Herz setzen. Hier weiß ich gar nicht. Will ich was sagen, mache ich dann hierher? Hier innen braucht man keine. Das ist klar. Hier sind wir in unserem Leuchtturm. Da wollte ich ihn hin haben. Gut, ich hätte die Schienen ja auch über den Glowstone drüber legen können, aber... mache ich es lieber so. Wäre ein bisschen günstiger geworden. Aber wir sind ja jetzt halt nicht... Wir sind ja mal nicht geizig. Hoffentlich steht das auf der Erde, was da vorne an meiner Map angezeigt wird. Wir sind nun mal nicht geizig. Vor allem hier habe ich halt Angst, dass irgendwas von den Bäumen runterläuft. Und dann plötzlich so ein Creeper vor mir steht. Ich glaube, die Angst vor Creepern ist jedem Minecraft-Spieler bekannt. Die können viel kaputt machen. Vor allem das Schlimmste ist ja, wenn die Creeper... in einer Steuerung oder so auftauchen auf einmal. Was weiß ich, du baust gerade, hast gerade die übelst komplizierte Steuerung gebaut oder nicht, nicht mal eine komplizierte, vielleicht einfach nur eine aufwendige, wo du gut versteckt hast, schön ineinander verschachtelt, schön kompakt oder irgend sowas. Was weiß ich, wie wenn die jetzt in meinem Feld aufgetaucht wäre. Ihr wisst ja mein Feld, das sind ja eigentlich zwei komplette Steuerungen an sich, die ich da reingebaut habe. Einmal die zum... Oh! Wir sind hier schon. Einmal die zum... Mein Leuchtturm. Ich habe gerade ganz genau gesehen, wie mein Leuchtturm verschwunden ist. Okay. Einmal die Steuerung, wo ich ja gesagt habe, ich baue das Feld zum Abernten. Und auch einmal die Steuerung, wo dann war, wo sie nicht nur abgeerntet hat, sondern es auch... sich wieder befüllt. Die habe ich ja ineinander verschachtelt, die Steuerungen. Die sind ja ineinander verbaut. Wir machen erstmal das Laub und das Glowstone, dann können wir später auch noch machen. Und wenn da ein Creeper explodiert, ich glaube, der wird Minimum zwei Felder gleichzeitig lahmlegen. Wenn jetzt sogar komplette zwei Steuerungen für, es sind ja immer zwei Felder angesteuert, wenn nicht sogar zwei komplette Steuerungen. Kommt drauf an, wo er explodiert, aber es wäre einfach kacke. Ich würde so weinen, wenn da plötzlich ein Creeper vor mir steht. Vor allem so ein Creeper kann ja dann auch, wenn wirklich, da steckt der Arbeit dahinter, da steckt viel Arbeit dahinter und alles, wenn dann plötzlich so ein Creeper, jetzt nicht unbedingt ich, weil... Ich würde kotzen, aber ich würde weiter durchziehen. Manchen Leuten kann es ja auch die Motivation jetzt halt nehmen. Zum Beispiel, was weiß ich, wenn du jetzt ein Techworld ewig geniale Sachen baust. Alles, wo es dann noch aufwendiger sein kann. Oder noch aufwendiger oft ist. Und dann ein Creeper hochgeht. Da glaube ich, hast du noch schneller keine Motivation mehr. Noch viel schneller. Ich glaube, fast unten ziehen wir nur vorne durch, weil wir da angefangen haben. Wir machen das jetzt mal bis hierher, wo es runter geht, wo auch schon wieder so ein dämliches Skelett steht. Zack. Und zack. Ja. Machen wir mal bis hier. Es wird nicht eh gerade Tag. Da oben scheint anscheinend nicht zu spawnen, vielleicht wegen den Schienen. Ich weiß es gar nicht. Warum hier nicht spawnt. Ein bisschen Licht ist immer gut. Jetzt wisst ihr auch übrigens, warum ich das Laub nicht gleich in die Truhe rein habe, weil ich nicht weiß, was ich brauche. Die Truhe wird nicht voll werden. Das verspreche ich euch. Wenn ich hier wieder fertig bin. Wenn
können wir sogar gleich sagen, wir machen nochmal Laub.